Großes Aufatmen heute bei der Deutschen Bank. Die US-Tochter hat offenbar den Stresstest bestanden. Man hat ihn nicht einfach nur bestanden, man hat ihn sogar mit Bravour bestanden. Das wird nun ein wenig gefeiert. Doch für Euphorie ist es am Ende des Tages vielleicht noch etwas zu früh, denn das dicke Ende kommt eigentlich erst noch. Was das sein könnte, genau das wollen wir jetzt klären mit Professor Hans-Peter Burkhoff von der Uni Hohenheim. Herr Burkhoff, bleiben wir zuerst bei dem ersten Stresstest. Mit Bravour bestanden, war allerdings auch nicht allzu schwer, oder? Nein, es war natürlich nicht so schwer, weil man kann natürlich innerhalb eines Konzerns Eigenkapital verlagern. Und wenn man weiß, in den USA kommt ein schwerer Stresstest, dann ist da eben genügend Eigenkapital. Ich glaube, man hat ja fast dreimal so viel Eigenkapital jetzt sogar im harten Stressszenario, als man eigentlich bräuchte. Also von daher hat man da einen riesen Puffer vorgelegt, damit da garantiert nichts schief geht. In einigen Tagen kommt der wirklich harte, ernste Stresstest bzw. die Veröffentlichung der Ergebnisse. Was ist da für die Deutsche Bank bzw. für die Tochter der Deutschen Bank zu befürchten? Tja, das wissen wir nicht, weil wir nicht wissen, was sie die letzten zwei Jahre getan haben. Sie sind schon mal durchgefallen, sie sind auf einer Watchlist von Banken, die Probleme bereiten. Sie haben auch ein kulturelles Problem wahrscheinlich, von Frankfurt aus wirklich ihre Subsidiäre in den USA zu kontrollieren. Die Menschen, die dafür sie arbeiten, haben da im Zweifel wenig Loyalität und sind vielleicht auch gerade zu einem ausländischen Kreditinstitut gegangen, weil da die Kontrollen dann nicht so scharf sind. Also es kann möglicherweise gar nicht so einfach sein, da wirklich eine konsequente Kontrolle, ein wirklich gutes Risikomanagement durchzusetzen. Sie haben es bereits angesprochen, 2016 ist die US-Tochter schon einmal durchgefallen. Aktuell wird man bei der Aufsicht auf einer Liste in Troubled Condition geführt, was damit zusammenhängt. Es wird der Bank vorgeworfen, man hat sehr laxe interne Kontrollen, man hat ein sehr laxes Risikocontrolling, das wurde 2016 vorgeworfen, das wird auf der Watchlist vorgeworfen. Hat denn die Tochter überhaupt nichts gelernt? Ja, die Tochter lernt nur das, was offenbar die Zentrale ihr beibringt, und da muss sich die Zentrale durchsetzen. Wir haben aber Führungskrise bei der Deutschen Bank ganz eindeutig gehabt. Wir haben wechselnde Vorstände gehabt, möglicherweise haben wir dann auch nicht die Konstanzen der Steuerung. Eigentlich finde ich es ein bisschen witzig, dass man das Ganze so öffentlich macht seitens der Bankenaufsicht, weil in dem Augenblick, wo man sagt, die fallen durch, müsste man eigentlich eine Lösung parat haben, die hat man aber offenbar auch nicht. Das wäre schon die letzte Frage gewesen. Was passiert denn eigentlich, sollte die Tochter tatsächlich durchfallen? Ja gut, also schließen wird man sie wohl kaum, also wird man darüber reden, welche Maßnahmen jetzt erforderlich sind. Aber eigentlich müsste man zu dem Zeitpunkt, wo man bekannt gibt, dass die Bank durchgefallen ist, auch schon das Paket auf dem Tisch haben, anstatt dass man lange darüber verhandelt, einfach um die Unruhe aus dem Markt zu nehmen, um einfach den positiven Effekt eines Stresstests zu haben, dass die Märkte sich beruhigen. Denn machen wir uns nichts vor, der Stresstest ist ein ganz grobes, willkürliches Instrument, wo bestimmte Kriterien gesetzt werden, bestimmte Szenarien gesetzt werden. Man könnte das auch ganz anders machen. Also von daher, der wesentliche Effekt soll doch die Beruhigung der Märkte sein, und die erreicht man so dann nicht. Das war eine Einschätzung von Professor Hans-Peter Burkhoff von der Uni Hohenheim. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.